bin begeistert. Also zum ersten über die Qualität der Filme, nicht nur über den Klinikfilm, sondern insbesondere auch unsere Werbepartner. Ganz, ganz tolles Projekt. Vielen Dank dafür. Was mich sehr angesprochen hat, ist auch die Filmauswahl, dass es sehr viel über Natur- und Gesundheitsthemen sind. Wirklich mal was anderes als immer nur so dieses private Fernsehen, was man nicht mehr sehen kann. Und der Film über die Klinik gibt einfach so einen tiefen Einblick und persönlich, dass man das Gefühl hat, man ist hier gut aufgehoben. Also das fand ich schon sehr ansprechend. Da muss man natürlich alle neuen Wege nutzen, die Medienwelt eröffnet und Patienten informieren und Angehörige informieren. Und da ist dieser Klinikinformationskanal eine tolle Bereicherung für Ebersberg. Es wird höchste Zeit, weil einfach die Vielfalt ist jetzt einfach da. Eben alle möglichen Kurse stehen zur Verfügung und auch viel Information kann man über so einen Kanal einfach schicken. Macht Spaß. Vor allem klären sich dann wahrscheinlich auch so ein paar Fragen, die die Patienten uns dann stellen. Und die sind dann vielleicht in diesem Infokanal mit drin und sind vielleicht dann besser informiert, die Patienten. Ja, die tolle Sache ist zum einen, dass ich im Krankenhaus vertreten bin, aber gleichzeitig die Möglichkeit besteht, mit diesem Filmmaterial auch in andere Kanäle reinzugehen, wie zum Beispiel Facebook oder was auch immer, YouTube. Und auch genau das werde ich nutzen. Freue mich natürlich aber auch natürlich in erster Linie, dass ich KICK-TV bzw. das Krankenhaus Ebersberg damit unterstützen kann. Das finde ich absolut der Hammer. Also in Regionen wie hier, draußen etwas auf dem Land, ist es natürlich auch viel besser, wenn man gemeinsam ist man stark und dann kommt man auch natürlich besser voran. Es schafft eine weitere Ebene der Verbindung, wenn über 40 Betriebe aus der Region, aus dem Landkreis hinter diesem Projekt stehen und auf diese Art und Weise auch sagen, ja, wir stehen hinter der Ebersberger Kreisklinik. Wir haben ein tolles Haus und ich hoffe, das öffnet auch die Tür und das Tor für viele neue Kolleginnen und Kollegen. Sehe ich absolut so. Wir sind ja nicht nur der erfolgreichste Landkreis in ganz Deutschland, sondern auch der am schnellsten wachsende. Das heißt, wir werden weiter Informationen machen müssen, damit auch die Neubürger, die im Landkreis Ebersberg zuziehen, informiert werden über die Klinik. Deswegen werden wir sicherlich über verschiedene Fachbereiche auch noch weitere Filme als Projekte angehen. Gehen wir einfach auf diesem erfolgreich begonnenen Weg weiter. Ich bin zuversichtlich, dass wir weitere bunte und erfolgreiche Mosaiksteine sehen werden. Ich fand das total spannend. Wir wurden sehr gut betreut und es war irgendwie ein tolles Erlebnis. Einfach mal was anderes ausprobieren und ja, war witzig. Sie haben das richtig gut gemacht. Es hat mir so viel Freude gemacht, dass ich mir gedacht habe, das kann ich öfters machen.